Nimmst du auch auf gerade? Yeah. Ah, okay. Sehen ja einen Grab to, weiß ich gerade nicht gesehen. Aha. Okay. Sind wir mal alle hier gespannt, wie es. Oh, wie meisten durch den Affen kommen will, aber pressert ihn ganz gut hier, aber DK mit seiner Uptilt covert das Landing, aber leider nicht gut gecovert. Beide laden die Bees auf. Bees, sehr spannend hier auf jeden Fall, aber ich glaube ein Grab und das war's, ne? Wäre auch schon für Chic vorbei, das Live aller Lives. Oh, nice Spacing hier auf jeden Fall von Mac Tyson und tot. Ja, es ist natürlich immer wunderbar anzusehen hier und überhaupt nicht fair. Unfair. Oh, eine Grenade und DK. Viele Grenades hier von meisten Mac Tyson allein. Shit. Sind mal gespannt hier, wie es weitergehen wird. Wie wird Repos zurück angreifen oder macht Meißner ein Comeback? Das ist hier die Frage. Oh, Jab, Jab, Jab. Gecancelt. Wow, das war's für den Affen. Nur 12% hat der Chic mitgenommen hier. Alles noch offen. Alles offen hier noch für Chic. Okay, das weiß ich nicht, was das war, aber. Okay. Back air to dash attack. Chic offstage. Mal gucken, wie Chic jetzt raufkommen wird. Alles safe soweit, aber ich glaube, ein Grab und das könnte es auch schon gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage und das ist überhaupt nicht unfair. Nee. 1-0 für Endpunkt Repos. Endpunkt Repos. Guck mal. Yeah. So, was wird hier jetzt gebannt? Band Smashville. Schlaue oder nicht schlaue Entscheidung? Keine Ahnung. Aber ich glaube schon. Er nimmt jetzt Battlefield. Oder FD wäre auch. Kommt drauf an, wie er auf FD klarkommt. So. Zweite Match hier zwischen Repos und Meißen. Und er geht auf Final Destination. So, mal gucken, wie jetzt hier klarkommen wird. Ist mal ganz gefährlich, aber laut den heftigen Studien von Endpunkt ist FD mehr was für Donkey Kong. Aber das werden wir gleich hier sehen. Yeah. Und Grab, Upthrow, Nair, Back Air, Sitz, alles stabile 49%, Grab und Upthrow to leider gar nichts. So. So. Paar Needles werden hier geworfen, Alter. Der Bouncing Fish connected leider nicht. Da hat der Endpunkt nach links die Eid. Und das könnte schon, ja, auf jeden Fall, das ist mal wieder überhaupt nicht unfair. Oh, die Abi. Stabile 11% auf jeden. So, DK bei 71%. Mal sehen, was er da noch machen kann. Okay. Oh, nice Tomahawk. Oh, er hat auch den Airdodge geredet, aber leider nicht getroffen. Nicht gepunished. Punished. Oh, da wollen Needles 128%. Ah. Oh, ein Grab. Punch. Oh, Upthrow, Up Air. Oh, nice B-Reverse Cancel Tonair. Ah, Skull Scouts.
kein Air Dodge, aber die trotzdem gepunished. Dem Affen ist wohl richtig egal. Oh, ein Grab und... Oh, der connected leider nicht mehr. Too much range. Oh, in vielen Videos hat man schon gesehen, oder in Kämpfen, dass DK sich jetzt einfach umbringt, um auf die Ding Dong Range zurückzukommen. Wird Endpunkt das auch machen? Repos. Nee, hat er nicht gemacht. Okay. Oh, die Needles werden hier zum Spacing gut benutzt. Rausgeworfen. So. Wird er ihn noch diesen Stock irgendwie ziehen können? Das ist hier die Frage. Wow, Jab, Jab, Turnier. Hohe Prozentzahl für den DK. Oh, oh, Jab und wegwerfen. Oder, oh, nee, den hat er leider verhauen. Aber 102, 106 gegen einen Rage DK. Ich glaube, da killt auch jetzt ein Uptilt. Jab to Uptilt, wenn er es macht. Oh, oh, nice. Nicer Trump into SD. Ah, Sko, Sko, Ska. 2-0 für Rapport.